Am Wochenende erwartet uns doch der eine oder andere Sturm. Es ist so, dass es doch sehr, sehr turbulent wird. Aber wir fangen wir mal von vorne an. Der Sonnabend, der zeigt sich erstmal relativ freundlich. Es gibt viel Sonne. Nur ab und zu mal ein paar lockere Wolkenfelder. Die werden sich zwar im Tagesverlauf verdichten, aber Regen erwarte ich nicht. Der Wind, der macht auch keine Zicken, ist in allgemein nur schwach bis mäßig. Frischt im Tagesverlauf so ein klein bisschen auf, ist aber nichts Dolles. Temperaturen alles andere als winterlich, so Werte 6 bis 8 Grad. Also der Sonnabend doch ein relativ freundlicher Tag. Dann kommt der Sonntag. Sonntag dann zwar viele Wolken, vielleicht schimmert die Sonne da so ein klein bisschen durch. Und im Tagesverlauf werden die Wolken sich verdichten und gegen Abend kommt dann, oder sagen wir schon mal am Nachmittag, kommt vom Westen dann doch ein bisschen dickeres Gewölk ran und das hat dann auch Regen im Gepäck. Der Regen ist nicht das große Problem. Auf der Wetterkarte sieht man, da bauen sich ein paar Tiefdruckgebiete über den Atlantik zusammen und wir haben ein relativ kräftiges Hochdruckgebiet im Süden Europas und diese Kombination wird dafür sorgen, dass die Luftdruckgegensätze doch sehr, sehr, sehr stark sind und daraus folgt, wir bekommen sehr starken Wind. Wie genau, wie stark das wird, kann man jetzt noch nicht so richtig sagen. Da müssen wir warten, bis sich das Tiefdruckgebiet über Nordeuropa so richtig positioniert. Aber nach dem derzeitigen Stand sieht es so aus, dass wir doch schwere Sturmböen bekommen werden. Also Werte so um die 100 km/h sind in der Nacht, insbesondere zum Montag, durchaus möglich. Abends wird es dann schon losgehen am Sonnabend, am Sonntag, Entschuldigung. Und der Montag bleibt dann auch stürmisch. Ich möchte es nicht ausschließen, dass wenn sich dieses Tiefdruckgebiet ein bisschen weiter nach Süden bewegt, dass die Luftdruckgegensätze noch ein bisschen größer werden und dass wir vielleicht auch die eine oder andere orkanartige Böe oder Orkanböe bekommen können. Also, das ist noch nicht so richtig in den Topf, wo es kochen soll. Da müsste man dann den Sonnabend so ein klein bisschen abwarten. Aber auf güstrowetter.de mit UE, güstrowetter.de, werde ich Sie so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Wer sich da nochmal informieren will, kann es gerne am Wochenende tun. Die weiteren Aussichten. Montag, Dienstag bleibt es relativ windig, teilweise mit Sturmböen. Ab Dienstag, Mittwoch, da wird es ein klein bisschen kälter. Tagestemperaturen so im Bereich 3 bis 5 Grad. Nachts gehen wir dann so auf Werte zwischen 3 und 0 Grad runter. Das heißt also dann, der Niederschlag, der dann fällt, kann auch mal mit Schnee oder Schneeregen vermischt sein. Also in den frühen Morgenstunden muss mal hier und da mit Glätte gerechnet werden, aber tagsüber wird diese ganze Sache abtauen. Also richtiges winterliches Wetter ist erstmal nicht zu erwarten, auch nicht in der ersten Ferienwoche. Wie es dann in der zweiten Ferienwoche weitergeht, sage ich Ihnen nächsten Freitag, Ihr Thomas Daniels.